Hallo, meine Damen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Towns. Oh mein Gott, das letzte Mal ist schon. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich die letzten Aufnahmen gemacht. Könnte ungefähr hinkommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und in der Zwischenzeit gab es natürlich auch einige, die etwas geschrieben haben. Das meiste hat ein zueinander. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben. Megalord-Check mir. Hat er mir einige Tipps gegeben. Und zwar. Zum einen sollte ich doch nicht einen großen Marktplatz bauen, sondern mehrere kleinere, denn dann kämen auch mehr Händler gleichzeitig, so wie es ausschaut. Das ist etwas, das werde ich. Das kann man sogar. Würde ich echt gleich mal machen. Im Moment. Marktplatz wegmachen. Dann schauen wir mal, ob das stimmt. Ja, wo haben wir denn den Marktplatz? Da mein. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Das passt. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 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 zack. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das gleiche machen wir auch. 2, 3, 4, 5, 6. Zack, 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 zack. Kriege hier noch einen rein. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, guck, warum nicht? 5 passt auch. 1, 2, 3. Dann können wir 5, im besten Fall natürlich 5 Hände gleichzeitig da haben. Das nächste, was er mir noch gesagt hat, ich soll auf jeden Fall alle Leute fischen lassen, denn Fischen bringt Glück. Sie macht den Glücklichkeitsfaktor und ja, sie machen es bereits. Deswegen sind wir schon auf 80, das ist massiv. Aber was auf jeden Fall noch sein sollte, das habe ich jetzt auch noch dazu gemacht, ich habe doch meine Gruppe 1 hier. Den habe ich jetzt auch gesagt, sie sollen Trading machen. Also nicht nur Essen kochen, sondern auch Handel betreiben. Ich glaube, das habe ich auch mit der anderen Gruppe gemacht. Nee, das habe ich ausgeschaltet. Ja, damit die nur bauen. Damit die nur bauen. Weil Essen ist doch immer relativ viel und genug da. Und ich habe jetzt wie immer das alte Problem hier. Die tun nichts mehr hier rein. Hier ist also gerade alles rappelvoll. Und tun hier unten auch nichts mehr wegräumen gerade. Sprich, wir werden einfach den ganzen das ganze restliche Zeug verbauen müssen, irgendwie. Soll ich verkaufen? Ich weiß nicht. Was noch gemeint hat, wäre, um das ganze Ding eine Mauer drum bauen. Da kann ich aber auch nochmal sagen, das hatte ich eh vor. Und zwar, nachdem wir eh so viel Stein hier unten bekommen, machen wir das mit Lemon Bricks, anstatt mit diesen normalen Sandteilen. Doch, mit Lemon Bricks, zum einmal aus Nummer jagen. Aber zuvor habe ich noch etwas sehr Interessantes entdeckt, und zwar habe ich ja gemutmaßt, dass es hier eventuell gar keinen Ebenenmeister gibt. Haha, genau hier ist die Spinnenkönigin. Händlerisch müsst ihr es eigentlich sehen. Und ich habe den Mauscursor wieder weggemacht. Auf jeden Fall, genau hier mittig auf dem Bildschirm ist er. Er ist. Deswegen sagen wir mal einfach Minen. Bitte einmal, nee, warte mal, wir müssen es... müssen wirklich hier reinminen, dass alle kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Mögen die Bauarbeiter auch willkommen? Genau, hier mit allen schweren Waffen und dergleichen. Irgendwo. Irgendwo muss sie doch sein. Ich weiß es. Ja, da ist sie. Da ist sie. Da könnt ihr sie sehen. Spinnenkönig auf Rot. 1650. Schau mal, wer kämpft denn alles gegen sie? Isabel? Benedikt? Benedikt ist bei mir jetzt schon mal gestorben. Und Celine. Komm schon, mach sie fertig, mach sie fertig! Keine Chance, ich bin Königin! Oh. Ist ja wirklich keine Chance. Hobo-Goblin Griefs. Und... ich hoffe mal, sie bringt jetzt diese Hosen weg, sonst... Na, wo kommen sie hin? Okay, wir haben sie. Ich gedacht, einer der Helden hat schon wieder alles geklaut. Achso, eins muss ich noch machen. Game Performance wieder einschalten auf normal. Haben wir ein bisschen mehr Action. Ja, und wie gesagt, hier, die Leute tun jetzt gerade hier gar nichts machen. Das ist, na gut, einmal hier wegminen. Einmal dort wegminen. Beziehungsweise einmal... hier wegminen.
Hier mal lieber nicht. Sobald wir das haben, können wir sagen, okay, gut, wir bauen einfach. Kunstheim ist getötet worden. Der hätte auch noch mit dabei, alles klar. Sagen wir einfach, okay. Wir fangen dann nochmal mit dem Mauerbau an. Ist nicht das Idealste, was ich eigentlich vorhatte hier, aber. Die ganze Schicht hier muss auch noch runter gemacht werden. Ist zwar das Idealste, aber es macht nichts. So verschwindet zumindest der ganze Stein hier unten und wir können nach unten weiterbauen. Und zwar können wir unsere Taverne weiter nach unten ausbauen. Und eben den Master schon einmal gesehen. Das letzte Mal habe ich es ja komplett übersehen gehabt. Diesmal zum Glück nicht, das heißt hier ist alles safe. Ich muss eigentlich gar nicht nach hinten großartig weiter buddeln, außer ich möchte wirklich die Steine haben. Okay, Baupläne. Ich brauche Karawane. Okay, soll sie kommen. Zuvor werde ich aber noch sagen, dass wir hier ein paar Fenster rein brauchen. Ich habe die Hellen habe ich genommen gehabt. Ja, ich bin jetzt wieder auf der alten Suche. Ah, da haben wir sie doch schon. Ging doch schneller als gedacht. Mal hier. Damit die auch schön Sonnensicht hier drin haben. Sobald das gemacht ist, können wir auch gleich dann anfangen. Ist im Game okay. Das nächste Stockwerk oben drauf zu bauen, beziehungsweise uns so mein Layout für die Mauer zu überlegen. Okay, was möchte ich kaufen? Farbe. Dann könnten wir Blumen anpflanzen. Oh mein Gott, der Headcrusher. Der ist stark, der ist verdammt stark. Ja, was haben wir denn hier? Komm, wir brauchen nicht so viel Erde. Wir können einiges an Erde verkaufen. Brauchen wir nicht. Die Steine hingegen werden wir jetzt brauchen. 305, das wird relativ gut gehen. Wir tun noch ein bisschen grünen Schleim verkaufen. Baumstämme können wir immer verkaufen. Knochen können wir brauchen. Sand können wir ein bisschen was verkaufen. Das heißt, ja doch. Wir haben ja genug zum Abtragen noch. Glas nicht, den geht auch nicht. Okay, dann machen wir mal Kohle können wir kaufen. Flint auf jeden Fall. Gold ist immer gut. Kupfer. Schnee brauchen wir nicht. Eisen auf jeden Fall. 80, ein bisschen was können wir noch machen. Eventuell Silber oder... Das war nicht Wolle. Kommen wir noch Wolle ein. Kann man immer für irgendwas gebrauchen. Okay, dann einmal bitte handeln. Das Händel Nummer 1 ist schon mal gekommen. Das ist schon mal etwas. Das Feld hier ist immer noch da. Keine Ahnung, wie ich das wegbekommen soll. Die sind hier, hier. Okay, die handeln ja alle. Genau, die bauen hier Gläser auf. Wir machen hier einfach eine ganz gerade Linie entlang. Das kann man euch gleich mal sagen. Wie machen wir es denn mit Überhang? Machen wir es jetzt zwei breit. Lemon Brick. Was sie hier machen, ist hier ein kleiner Überhang noch. 1, 2, 3, Überhang. Da kommen wir hier in die Mauer hin. Einmal so. Wie machen wir die Mauer? Das mache ich mal. Komm, hier hinten muss eh keinem hin. Zumindest für den Anfang. Schieß mir komplett ab. Noch so entlang. Und dann mal noch so entlang. So, haben sie genug zu bauen. Währenddessen können wir hier schon mal sagen, dass sie nichts weiter machen können. Schaut's denn aus? Ja, hier kommt immer noch Zeugsel. Dann sagen wir nochmal. Komm hier, Trading, macht mit. Alles darf handeln. Bitte?
Ich hätte gerne noch ein paar andere Rohstoffe. Vielleicht hätte ich doch nicht sagen sollen, die sollen jetzt bauen. Gerade wenn man am Handeln ist. Ah, ja, okay. Okay. Irgendjemand? Wisst ihr was, komm. Setz mal Handel einfach mal auf Prioritätsstufe 1. Egal was ihr macht, unterbrecht es, gibt dem Mann sein Zeug. Hallo? Gibt dem Mann sein Zeug? Da, hier kommt der Dreck. 60, 60. Es geht langsam voran, aber es geht zumindest voran. Und ich muss sagen, da muss ich wohl wahrscheinlich in den Trupp 1 nochmal eine reinstecken, wenn die wirklich für das Handeln zuständig ist. Trupp 2. Wer ist denn bei euch schwach? 1,8, 1,8. Hat 50, haben wir nicht noch einen mit 1,7 irgendwie? 1,8, 1,8, 1,8. Okay, die sind alle so stark. Dann haben wir was, hier kommt, du kommst in diese Gruppe hier mit rein. Perfekt. Holz, Holz, Holz. Du besitzt zwar nicht die, die perfekte Ausrüstung dafür. Sprich, dir fehlt dein... Muss ich noch gucken, Eisen nehmen. Dir fehlt dein markantes Kopftüchlein. Aber es soll trotzdem funktionieren. Es soll trotzdem funktionieren. Pack den ganzen Dreck weg, komm schon. Rechtzeitig können die nämlich von hier unten wieder was hochholen. Und ich habe zwei Probleme mit einer Klappe gelöst. Mit einer Klappe? Mit einem Schlag. Nee, auf einen Schlag. Aha, so war's, oder? Ich bin verwirrt. Ja, aber es ist ein. Bisschen essen, ein bisschen pennen. Ha, zum Glück, okay, nur Unifanten getötet. Nur Unifanten getötet, die können öfters tot, sterben. Das heißt, das ist wie die Mutter von dem hier. Ja, ich hab da irgendwie. Moment. Ich war da ganz leicht auf der falschen Ebene unterwegs. Ah, in der Luft bauen ist nicht so gut. Nee, nee, nicht wirklich. Das hat jetzt keiner von euch gesehen. Scheiße. Ja, das ist. Wenn das denn bei einer typischen Anfängerfehler, warum sind die in der Luft? Ich hab's geschafft, schwebende Blöcke zu kreieren. Schafft nicht jeder. So. Da bin ich jetzt so ein bisschen stolz auf mich. Oh Mann. Ja, könnte noch jemand den restlichen Dreck? Oder Gel oder Sand? Irgendwas noch? Nehmen die Salz. Ach, nehmen wir alles gerade von hier hinten mit. Deswegen dauert es so lang. Anstatt einfach mal das zu nehmen, was im Lager drin ist. Ist doch näher dran. Verstehe ich nicht. Egal. Komm schon, ganz viel handeln. Ich brauche die Kohle noch. 14, 17, 20. Der wird nicht mehr lange hier bleiben, wenn das so weitergeht. Die Gele holen sie zumindest daraus. Eventuell noch Sand oder so. Zwei Matten noch. Zwei Erde. Ah, die kommen von da hinten, okay. Das heißt, jetzt wird es wesentlich schneller vorangehen. Und ich muss bessere Wegsysteme bauen. Das war auch noch eins. Was? Alles sollten angehen? Ach, angehen. Ach so, das war jetzt. Das war jetzt ja leer. Und ja, ich habe auch noch Baupläne, Bauanleitung bekommen, von wegen effektives Bauen, weniger Platz dazwischen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt zu Beginn schon gesagt, ich möchte hier keine lebenshocheffizienten Städte machen. Sondern einfach nur, das ist zu nah dran, ganz normale Städte. Das heißt, kann ein bisschen Freiraum sein. Das, was man hier sieht, das wird vielleicht frei bleiben, da bin ich noch am Überlegen. Beziehungsweise hier kommen Schilde hin und dergleichen. Aber zumindest hier kommen dann schöne Blumen und dergleichen. Beziehungsweise, ich könnte schon, dass ich hier einen Wasserader durchverlege.
Das wäre noch was. Verdammt, ich glaube, ich habe nicht alles handeln können. Na egal. Das nächste Mal wird es besser laufen. Okay. Dann noch einmal versuchen, die Mauer hier aufzuziehen. Eins, zwei, drei. Überhang. Dann kommt es nämlich hier hin. Ups. Einmal so entlang. Und baut mal hier rum. Haben die denn hier zumindest die Gläser alle drin? Haben sie. Gut, das heißt, ich kann, wenn die denn die Mauer umplatzieren. War das? Sandwall. Kann ich hier einmal komplett überall drüber fahren. Und da ist irgendwas, ich glaube. Ich weiß nicht, was da ist, aber ich werde es wahrscheinlich gleich herausfinden. Nachdem ich natürlich hier erstmal alles zugebaut habe.